kommt dir die Frage viel zu früh. Doch ich hab Angst, ich frag ansonsten nie. Wie feierst du ins neue, neue Jahr? Ich frag mich, wessen Arm sich um dich legt, wenn zu Silvester die Stunde 12-mal schlägt. Und so beginnt das neue, neue Jahr. Vielleicht verschätze ich mich ja sehr, zu hoffen gerade ich werde, dessen Hand du halten willst in jener Nacht. Doch für den Fall, da wär ne kleine Chance, mach ich dir besser gleich meine Avance. Wie feierst du ins neue, neue Jahr? Liebe Leute, herzlich willkommen zum Weißker Livestream, mittlerweile schon mit der Folge Nummer 21. Ich freue mich, dass ihr hierher findet oder gefunden habt schon und ja, heiße euch herzlich willkommen heute in neuer Umgebung und wie ihr seht, nicht alleine, sondern mit Live-Gästen. Da freue ich mich ganz besonders drüber, kommen wir auch gleich dazu. Ich habe ein bisschen umgebaut, deswegen ist nämlich auch mehr Platz für Gäste und ich möchte es in Zukunft auch gern so handhaben, dass wir also öfter hier vor Ort miteinander reden können, wenn es denn irgendwie passt und regional nicht zu weit auseinander ist. Okay, am Anfang eines solchen Streams habe ich sonst immer noch ein bisschen was erzählt über Neuigkeiten von Weißker. Was gibt es so zu erfahren? Das lassen wir jetzt mal weg, eben weil die Gäste hier sind. Aber wen das interessiert, geht schon los. Liebe Grüße von mir und Emil, schreibt die Katrin. Viele Grüße zurück, Katrin. Viele Grüße an den Emil. Schön. Die Neuigkeiten zu Weißker und so, das lassen wir jetzt also weg. Es gibt eine interne Facebook-Gruppe, die Weißker Insider. Wer da gern rein möchte, kann mir Bescheid sagen. Vor 2 Tagen habe ich da einen Stream gemacht und so ein bisschen was über diesen Umbau, über die Technik erzählt, die jetzt hier neu zum Einsatz kommt und. Da könnt ihr euch also informieren. Aber jetzt soll es nicht um mich gehen, sondern um meine Gäste. Aber eins vielleicht noch vorher oder 2 Sachen. Zum einen wollte ich mich bedanken für über 700 Likes auf meiner Seite. Das freut mich wirklich sehr und freue mich über jeden Einzelnen, der da mit dabei ist und hoffe, dass wir noch eine ganze Weile virtuellen Spaß zusammen haben oder uns eben dann bei Konzerten sehen. Und übrigens noch was, vor genau einem Jahr habe ich zum allerersten Mal einen Stream am Rechner gemacht. Das war Folge 3, also Folge 1 und 2 von Weißker Live habe ich noch über Handy gemacht und Folge 3 war genau vor einem Jahr das erste Mal am PC. Eine Sache muss ich noch sagen, weil ich das immer dazu sage, es ist heute der 16.11. und es ist 19.34 Uhr, also nur jetzt ist der Stream live. Wenn ihr zu einer anderen Zeit schaut, ist es die Wiederholung. Manche sehen das nicht gleich und wundern sich dann, dass man nicht mehr auf die Kommentare eingeht. Also das könnte dann im Zweifel passieren. Wir würden das dann schriftlich beantworten. Okay. Ich denke, ich habe alles gesagt, was am Anfang wichtig war, außer, dass ihr jetzt natürlich den Stream gerne noch teilen könnt. Meine 2 Gäste, der Martin und die Anna und ich, wir haben es schon getan. Ihr seid herzlich eingeladen, das auch zu tun. Und ansonsten würde ich sagen, starten wir mit Folge Nummer 21 und meinen Gästen. Das ist der Martin und das ist die Anna, Entschuldigung. Und den Martin Seidel, den kennt er ja bestimmt schon. Also die Leute, die jetzt durch mich hier auf den Stream aufmerksam geworden sind, haben den ganz bestimmt schon mal gesehen, weil wir zum einen auch live im Livestream schon miteinander zu tun hatten. Das war Folge 14. Also wer gern zum Martin noch mal mehr erfahren will, zu seiner Musik, zu seinen Projekten, kann das sehr ausführlich in Weißker Live Folge 14 noch mal nachgucken auf YouTube oder auf Facebook. Der Ludwig grüßt. Grüße aus der Hood, sagt er. Grüße zurück, Ludwig. Schön, dass du zuschaust. Er war ja eigentlich auch geplant, hier mit da zu sitzen, hat aber familiäre Verpflichtungen zu Hause. Sehr wichtige. Gut, dass du die Fahne hochhältst. Und Martin, live haben wir aber auch schon miteinander zu tun gehabt. Jetzt erzähl, genau. Weißt du es noch? Wir haben schon diverse Male miteinander gespielt. Richtig. Und nun erzähl mal, wo waren wir denn überall gewesen? Was fällt dir ein? Also ich erinnere mich an das Westhangfest.
Richtig, Gorbitz. Genau, Gorbitz. Es war eine Affenhitze, glaube ich. Auch richtig, ja. Also mit anderen Worten, es war sehr schönes Wetter, sagt man ja dann im Nachgang. Dann haben wir einmal, das war ganz spontan, im Kunsthof Gullis haben wir uns richtig getroffen. Da richtig war ich eigentlich auf der Durchreise, weil ich am nächsten Tag einen Gig in Chemnitz hatte. Ja. Und dachte mir, ach, fährst du halt mal beim Willi vorbei. Ja. Und Willi sagte dann natürlich, ja, hast du Gitarre bei, hol sie raus aus dem Auto. Das war eine sehr schöne Sache, weil es war ein Weißka-Konzert im Kunsthof Gohlis und relativ spontan hatten die Soulmama und ihr Gitarrist sich entschieden, so eine Art Vorprogramm für uns zu machen. Und dann kam eben der Martin an und auch noch Axel Stiller ins Publikum, einfach als Musiker. Und ich habe dann gesagt, los, kommt einfach alle mal mit her. Und dann hat also der Martin, der Axel nochmal was gespielt. Dann haben wir im dritten Part dann nochmal alle zusammengespielt. Genau. Das war eine ziemlich coole Sache, ja, genau. Das was haben wir noch gemacht? Gut. Was fällt dir noch ein? Joder Mühle, neulich. Richtig. Neulich, richtig, vor genau wenigen Wochen. Ja, ist noch nicht lang her. Genau, und es gespielt war noch was, weißt du es? Freital Kulturalltage. Genau, Freital Kulturalltage, richtig. Das müssten alle gewesen sein. So, ja, damit hatten wir zu tun. Genau. Den Martin kenne ich also schon ein kleines Weilchen. Die Enna, die kenne ich auch schon, also hier, seit einer halben Stunde. Da haben wir uns das erste Mal gesehen. Freut mich, dass du da bist, dass du hierher gefunden hast und dass du dir die Zeit nimmst, hier mit mir und mit uns zu sprechen. Es war leicht, ich bin einfach ins Auto eingestiegen. Beim Martin. Der gute Martin. Schön. Für die, die zuschauen, vielleicht könnt ihr uns eine kleine Rückmeldung geben, ob vom Sound her alles in Ordnung ist. Der Ludwig ist da ja bestens, der weiß ja bestens Bescheid. Vielleicht darfst du nicht ganz so viel dazu sagen. Aber die anderen, ob es anständig verständlich ist. So, Enna, also das Thema heute ist ja eigentlich das Weihnachtsalbum, also so steht es ja da. Darüber wollen wir natürlich auch hauptsächlich sprechen. Aber wenn du schon mal hier bist, du bist ja nicht nur Produzentin oder Mitwirkende vom Weihnachtsalbum, sondern du bist ja eben auch Musikerin. Mhm. Und ich würde sagen, darauf können wir erstmal zu sprechen kommen. Was machst du? Welches Instrument bedienst du? Also ich bediene meine Stimme, ja, und auch die Gitarre. E-Gitarre vor allen Dingen, manchmal auch die Akustikgitarre. Okay, cool. Und bist solo unterwegs oder mit Band? Bisher immer mit Band. Das war oder ist auch so mein Ding. Mhm. Und seit letzter Woche wandle ich aber auf Solofahrten. Also das ist der Beginn davon, genau. Okay, schön. Beziehungsweise du heißt erstmal oder du nennst dich Enna Miau? Genau. Und meine Band heißt Say Meow. Ja. Und mit denen war ich bis vor kurzem ja regelmäßig auf Tour. Ja. Und wir haben uns jetzt aber quasi im Guten getrennt, wie ich das gerne sage, weil einfach der Schlagzeuger ist in Hamburg. Hm. Bassist hat zwei Kinder. Ich erwarte mit meinem Mann das zweite Kind. Und das ist einfach schwierig, da sich regelmäßig zu organisieren. Und was schön ist, aber als Musiker irgendwie so halb störend. Ja, tatsächlich, man muss halt wirklich einfach mehr organisieren, um Spaß für alle irgendwie zu verbreiten. Und ja, aber ist ja nicht das Ende der Musik, sondern man muss halt einfach ein bisschen disziplinierter sein. Wie lange, hast du es gerade gesagt, wie lange wart ihr zusammen als Band? 6 Jahre. 6 Jahre, dann tut es irgendwie doch schon weh, ne? Und ich habe, also, ich weiß es nicht genau, ich habe vor allem auf deiner Internetseite geschaut, du hast ja eine Wahnsinnsliste an Referenzen oder vergangenen Gigs da eingetragen. War das zum großen Teil mit deiner Band, oder? Ich habe jetzt mal nachgezählt, weil eben das Ende quasi nahte. Wir haben mit Semiau habe ich genau 109 Gigs gespielt und vorher hatte ich eine Band, die ich glaube auch fast 6 Jahre hatte und mit der habe ich genau 100 Gigs gespielt. Abgefahren. Ja, okay, und davor hatte ich aber, ich habe in der Schulzeit angefangen mit einer Mädchenband und da waren wir auch unterwegs. Also ich habe also gelesen, du machst seit 2000, also auf deiner Seite steht, du machst seit 2005 Musik. Genau, ja, da kam der erste Song rausgepurzelt. Wenn du jetzt von Gigs sprichst, redest du von öffentlichen Konzerten oder zählen da auch so Sachen rein? Weiß nicht, hast du Wohnzimmerkonzerte gemacht oder Geburtstage oder sowas? Oder? Nee, also das, ich sag mal, schon der Großteil der Gigs sind wirklich Gigs vor in Lokalen oder auf Festivals. Das sind weniger, also wenn ich jetzt so, ich lüge vielleicht, aber es sind vielleicht 10 Wohnzimmerkonzerte dabei. Ja, okay, ansonsten cool sind es wirklich
echte Gigs, weiß ich nicht, ob man das so... Ja, ich sehe schon, also wenn man hier auf annamiau.de geht, dann gibt es hier so eine Gig-History und da sieht man doch schon ziemlich viel, also es ist auch viel Dresdner Raum dabei, Neustadt sehe ich hier, aber auch Leipzig, Berlin, Hamburg bist du gewesen. Mhm. Mein lieber Mann, also du kommst gut rum. Und alles, ja genau, also so öffentliche Sachen. Ne? Ja, man spielt ja, man sagt immer, oder den Satz habe ich von dir gelernt, am Anfang spielt man die heimischen Steckdosen ab. Und man spielt an jeder Steckdose, genau. Genau, und wenn sich das bewährt hat und Kenner mit faulem Obst geworfen hat, dann kann man sich auch mal raustrauen und ist natürlich einfach auch neugierig. Ja, was eine ziemlich coole Sache ist, weil du dann nämlich Publikum hast, was jetzt vielleicht außerhalb deines Freundeskreises liegt oder Bekanntenkreis und dann hast du ehrliche Rückmeldung. Wie war das für dich? Also wenn man jetzt nach Hamburg kommt oder ich weiß jetzt nicht, welchen Bezug du zur Halle hast zum Beispiel, sehe ich hier gerade. Da habe ich eine ganze Weile auch gelebt. Achso, okay, gut. Aber dann nehmen wir mal Hamburg vielleicht oder so. Hast du auch in Hamburg gelebt? Nee, aber der Schlagzeuger ist tatsächlich, wohnt da und da war natürlich der Ehrgeiz, dort auch zu spielen, da und hatte mal nicht einen so langen Anfahrtsweg gehabt. Okay, das ist schön. Ganz kurz, die Antje Schröder grüßt aus Berlin. Also bis dahin haben wir es jetzt auf jeden Fall schon mal geschafft. Das ist schön. Hallo Antje, schön, dass du auch dabei bist. Ja. Okay, ja. Okay, und dann hast du da oben in Hamburg gespielt und wie ich eben gesehen habe, auch in vielen anderen Städten. Mhm. Bedeutet, was hast du da so für Rückmeldungen bekommen von den Leuten, von wahrscheinlich auch vielen fremden Leuten? Eigentlich, also durchweg positiv. Also es gibt natürlich immer Leute, die es nicht interessiert, aber die kommen dann auch nicht zum Merch-Stand und sagen dir dazu was, außer sie sind vielleicht betrunken. Ich kenne jetzt nicht alle Clubs, die hier aufgezählt sind. Sind das jetzt so Kneipen, bei denen man so nebenher spielt oder sind das wirklich Konzerte, wo die Leute gezielt zu dem Gig dann kommen, den du da machst oder den ihr gemacht habt? Also es sind schon so, ich sag mal, Indie-Clubs, so kleine Rockschuppen, wo man dann gezielt hingeht, weil man... Live-Musik. Entweder man will gezielt Live-Musik an dem Abend erleben oder aber tatsächlich, man hat sich das Programm angeguckt. Und also größtenteils war es, ich wohne da, das ist mein Schlagzeuger. Das ist Richard Krause. Ja! Der wohnt da. Hallo Richard, schön, dass du da bist. Nach Hamburg. Hallo auch an den Sebastian, der auch gegrüßt hat. Sehr schön. Okay, also es werden ein paar mehr Leute, sehe ich schon. Das ist schön. Das ist immer gut, wenn die... Also ich weiß, dass der Stream im Nachhinein immer sehr, sehr oft geguckt wird und auch vollständig geschaut wird von euch. Das ist eine sehr schöne Sache. Vielen Dank auch dafür. Aber es ist natürlich auch umso schöner, wenn Leute live dabei sind, weil es einfach das Ganze ein bisschen lebendiger macht. Wundert euch nicht über diesen Versatz hier. Ne? Das ist so zwischen... Ja, das ist live und das ist... wir sind quasi jetzt schon in der Zukunft für die Leute. Ja, und dann kommt das alles. Oh, okay. Grüße aus Erfurt, schreibt die Nadja Goldner. Grüße zurück. Kennt ihr die? Nadja. Ja, wir waren gemeinsam in der Schule. Das ist schön. So findet man sich wieder. Wir haben gemeinsam studiert. Ja, ja, klar. Hey Nadja, Grüße. So trifft man sich wieder. Oh, und jetzt guckt jemand jetzt, aus Norwegen zu, sehe ich gerade. Also jetzt haben wir eine richtig krasse Reichweite. Mhm. Also jetzt haben wir eigentlich, jetzt haben wir alles geschafft. Gut, das war's mit dem Stream. Ja. Schön. Okay. Wo war man denn stehen geblieben? Also okay, du bist da rumgefahren, hast gute Erfahrungen gemacht. Auf jeden Fall. Okay. Also durchweg eigentlich positiv, was man, also vom Publikum gesehen, finanziell kann es natürlich ganz anders aussehen. Aber grundlegend denke ich immer, wenn man so diese erste Scheu, die man am Anfang vielleicht hat, dass man sich, also zumindest habe ich das so durchgemacht, am Anfang traut man sich noch nicht so richtig mit dem Publikum zu sprechen, ist bei den Ansagen unsicher. Und wenn dieses Eis, sag ich mal, nach dem 100. Gig gebrochen ist, ab da ist es eigentlich leichter, kannst du die gute Laune, die du in deiner Musik spürst oder den Spaß, den du daran hast, kannst du den auch leichter übertragen. Genau, das wäre vielleicht nochmal die Frage. Also bis jetzt wissen wir ja, die Lotte grüßt, die ist auch bei fast jedem Stream dabei. Grüße Lotte, schön, auch dass du auch wieder hierher gefunden hast. Das wäre vielleicht nochmal die Frage. Also bis jetzt haben wir deine Musik sehr theoretisch behandelt. Mhm. Also die Leute, die jetzt gerade von meiner Seite aus jetzt vielleicht zugucken, wissen gar nicht, was du machst. Wie würdest du es beschreiben? Ist aber sehr schwer, seinen eigenen Musikstil zu beschreiben, ich weiß. Nee, ich habe irgendwann beschlossen, dass ich mir nichts Kompliziertes mehr ausdenke. Muss. Im Endeffekt sind die Schubladen da und warum nicht einfach die aufmachen? Okay. Also im groben Genre ist es einfach Pop. Okay. Und jetzt bei Semiau haben wir gesagt Pop meets Punk meets Indie. Okay, cool. Dürfen wir mal ganz kurz reingucken? Unbedingt. Wir haben hier mal kurz was vorbereitet. Ich habe den Song im Internet gesehen und habe gedacht, der muss einfach mal ganz kurz wenigstens angespielt werden. Wir gucken mal rein. Achso, jetzt hören wir aber nicht. Warum nicht? Achso, weil ich hier ausgemacht habe. Sekunde.
das hat jetzt auch schon Bezug zu eurem Abschied sozusagen? Nee, das ist die Tour dafür. Ach so, okay. Genau, also die war vor fast einem Jahr ungefähr. Okay. Und dann habe ich aber, ich war gerade auf, ja. Genau, und der Song handelt quasi, ist schon auch so ein bisschen in abschiedmäßig gedacht, weil es handelt sich, geht um Freundschaft. Warte mal ganz kurz, der Richard sagt, dass er gerade doppelt wird, das kann sein. Ganz kurz die Mikrofone ausgemacht. Tut mir leid, war ein falsches Routing. Also ihr habt kurz in die Musik reinhören können. Jetzt entschuldige bitte nochmal. Sag's bitte nochmal. Also das war jetzt vom letzten Jahr, hast du gesagt? Mhm. Und genau, und in dem Song geht's, kam quasi schon so eine Art Ahnung, dass es wahrscheinlich, dass es immer schwieriger wird, einfach zusammen zu gigen und was zu organisieren. Und in dem Song geht's um, ist ziemlich kitschig und einfach, geht's um die Freundschaft, die man aufrechterhalten will. Let's stay friends forever. Okay, cool. So, genau. Es ist ein super cooles Video. Also falls es jetzt irgendwie doch nochmal Tonprobleme gab. Das hat der Studio-Loot. Ja, genau. Kommen wir gleich drauf. Guckt euch bei YouTube gerne mal an. Ich suche den Link dann nochmal raus. Dann könnt ihr es nochmal ganz in Ruhe hören, auch ohne Reingequatsche und ohne irgendwelches Delay. Das war falsch geroutet hier, tut mir leid. Aber wir haben trotzdem einen ganz kurzen Einblick bekommen. Und es ist, du hast es gerade gesagt, aufgenommen im Studio-Loot-Studio. Was dein Mann ist. Ja. Und der macht also Recordings, deswegen, der konnte hier auch gleich diesen Wahnsinns-Fachbegriff vom Delay reinschmeißen. Ludwig, viele Grüße nochmal an dich an der Stelle. Ich habe schon gehört, er macht also Recordings, mobile Recordings und aber auch feststationär sozusagen. Ziemlich cool. Und das Weihnachtsalbum, über das wir dann auch gleich nochmal reden werden, ist also auch da oder mit ihm zusammen entstanden. Genau, also Ludwig und ich haben damit quasi angefangen und das Projekt ist quasi gewachsen und da haben wir gemerkt, wir brauchen noch jemanden im Kompetenzteam und das ist der Herr. Okay, wir fangen genau. Ja, wenn nicht ich. Okay, wir steigen mal ein in das Thema, würde ich sagen. Also darum geht es ja jetzt eigentlich. Übrigens nochmal Grüße an den Michel, also auch der hat geschrieben. Es wurde übrigens diese Facebook-Oberfläche hier angepasst. Also mittlerweile haben die das, was in den Gruppen schon funktioniert hatte, jetzt auch irgendwie auf offiziell umgeschaltet. Und ich glaube, dass wir jetzt tatsächlich alle eure Kommentare sehen. Der Hinweis wäre jetzt nochmal an euch, wenn ihr uns einen Kommentar schreibt. Ihr könnt ja auch gerne machen, seid herzlich dazu eingeladen, uns Kommentare zu schreiben. Wir beantworten gerne eure Fragen oder gehen drauf ein. Wenn ihr merkt, dass wir nicht drauf eingehen, dann liegt es einfach nur daran, dass es nicht durchgekommen ist. Dieses Problem gab es halt leider sehr oft hier bei Facebook. Sagt uns Bescheid, schreibt dann einfach den gleichen Kommentar noch einmal und dann gehen wir natürlich auch gerne drauf ein. Und jetzt würde ich sagen, wir steigen ein in das Thema Weihnachtsalbum. Wir müssen jetzt mal davon ausgehen, dass die meisten Zuschauer, also die jetzt zumindest die jetzt von meiner Seite kommen, werden nicht wirklich wissen, was damit anzufangen ist. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht ganz abschließend oder im Detail und lass mich jetzt genau mal so überraschen. Also Thema Weihnachtsalbum, was ist es denn eigentlich? Weihnachtsalbum, also wenn man vom Jetzt-Status ausgeht, dann ist es eine, ich sage immer gerne den komplizierten Begriff, ist ein All-Stars-Projekt von sächsischen Singer-Songwritern, die sich zusammengetan haben, um neue, eigene, selbstgeschriebene Weihnachtslieder zu schreiben und zu veröffentlichen. Also so eine Art Sampler? Ja. Ja, kann man so sagen, eine Compilation. Okay. No. Und wann, also das ist jetzt nicht das erste Weihnachtsalbum, weiß ich. Hast du, wann ging es los? Ich habe im stillen Kämmerchen habe ich für meine Familie schon früher angefangen, aber natürlich nicht in so einer guten Qualität. Als mein Mann dann dazu kam, hat er das Projekt auf das nächste Level gehoben. Und, genau. 2013. Genau, 2013 war das quasi unser erstes. Was ist das, ein Cover? Ja. Genau. Das erste gemeinsame. Eins, hier haben wir die zwei.
Ein Jahr später. Ein Jahr später. Mit zwei dran. Okay. Genau. Noch mehr Weihnachten. Die habt ihr aber noch zu zweit gemacht. Die haben wir zu zweit gemacht. Genau. Genau. Und da haben wir tatsächlich einfach unsere Lieblingslieder gecovert. Also da war es wirklich familiär für die Familie. Wir haben zwar schon mal in tatsächlich ein Wohnzimmerkonzert bei Freunden gespielt, was sehr schön war. Mit Weihnachtsliedern. Mit Weihnachtsliedern. Und genau, und haben das quasi verschenkt. Erzgebirgisch ist auch drauf. Ja, genau. Wir haben beide, alle drei, erzgebirgische Wurzeln. Background. Genau. Ach, du auch? Ja, ich auch. Ich bin geboren und aufgewachsen im Großraum Aue-Schwarzenberg. Mensch. Ja. Genau. Von raus vom Walde. Genau. Meine Großeltern kommen aus Krottendorf, wo die Racher-Kapseln herkommen. Ernsthaft? Genau. Also deswegen ist das Racher-Mandel da zum Beispiel auch drauf. Okay. Wurde aber trotzdem. Aber auch ein Kudendorfer mit dabei gewesen sei. Habe aber trotzdem Kritik bekommen, nicht ganz korrekt ausgesprochen. Nee, Aussprache ist ja okay. Ich wäre immer jetzt hast du es einmal angeschnitten. Lass es raus. Ich habe den Kritikpunkt angebracht, dass es nicht korrekt interpretiert wurde, weil es im grünen Gesangbuch nämlich unter Rach streicht an der Decken auf, ist eine große Triole sozusagen, die in einen Extra-Takt nochmal eingeschoben wird und ihr habt es einfach auf dem Vierviertel glatt gebügelt. Ja, es ist aber ist Geschmackssache und ich habe mich auch genug drüber ausgelassen, ist auch egal mittlerweile. Das klang jetzt nie so. Also in seinem Heimatherz hat es ein bisschen gepiept. Ja, es hat geblutet sozusagen. Aber nichtsdestotrotz ist das eine schöne Platte geworden. Ich habe übrigens auch alle. Auf dem ersten war es drauf, auf dem zweiten dann auch. Das war das Kriterium, dass du mitmachen darfst. Genau, nach diesen beiden kam nämlich dann O Tannenbaum 3, das goldene Weihnachtsalbum, wo wir leider kein Cover zeigen können. Ausverkauft. Weil es ausverkauft ist. Ach so. Da haben wir sogar unser eigenes Exemplar verkauft. Ach so, und das war quasi die gleiche Optik, nur mit einer 3 dahinter. Da ist tatsächlich eine goldene Weihnachtskugel drauf gewesen. Das hätten wir jetzt natürlich gern gesehen. Können wir vielleicht nachreichen, ich glaube digital. Was krass, und da habt ihr eure eigene Pressung, eure eigene CD noch ausgedruckt und selber gebrannt, CD bedruckt. Cool. Tage da gesessen und bestückt. Ja, bei der Nummer 3 war da schon die erste Spendenaktion dabei? Nee. Gab es noch keine Spendenaktion? Also die nächste Steigerung war dann das Album, was... Genau, das nächste war das. Winterlichter Weihnachten mit Freunden. Und das gibt schon so grob die Richtung vor, wo dann jetzt das neue Album auch hingeht. Mhm. Hier sind quasi dann erstmals tatsächlich extra Songs dafür geschrieben worden. Mhm. Ja. Von verschiedenen Künstlern. Susanne Großmann. Susanne Großmann aus Leipzig, Couscous aus Dresden sind dabei. Herr B., Janis Brauweiler, ist dabei. Der Schraubenjeti, unser Freund, der auch gerade ein Crowdfunding macht zu seiner eigenen Platte. Grüße nach Leipzig. Ja, viele verschiedene Leute. Und die ist auch ausverkauft gewesen. Wir haben eine Neuauflage gemacht, die es bei uns auf der Webseite jetzt im Online-Shop wieder zu kaufen gibt. Mhm. Auf weihnachtsalbum.com. Also das ist quasi die Ausgabe vom letzten Jahr. Genau. Okay, also da waren schon so viele verschiedene Künstler dabei. Genau. Das war der Schritt, wo wir gesagt haben, Moment mal, wir sind ja eigentlich Singer. Also wir können das ja eigentlich auch selber. Wir wagen den Schritt mal. Mhm. Aber jetzt aus der kalten 13, 14 Songs rauszuschütteln, das wäre qualitativ vielleicht nicht so gut gewesen. Mhm. Und und in diesem Zusammenhang haben wir dann gedacht, Mensch, wir haben doch viele begabte Freunde. Ja, ich finde das... Also das darf man nicht machen. cool. Schlecht angeklebt. Genau. Nee, geil. Finde ich cool. Übrigens, Couscous habe ich selber mal... Wir wurden mal zu einer Privatfeier gebucht irgendwie und da hatte jemand erst Couscous gebucht und danach haben wir dann noch gespielt. Aha. Da habe ich die dann mal kennengelernt, aber sonst habe ich mit denen nichts zu tun. Aber das sind die beiden hier. Das sind die beiden. Und wir können ja mal durchklicken, also wollen wir mal aufs aktuelle Album zu sprechen kommen? Ja, sehr gerne. Ja. Also das sieht nun, darf ich das mal in die Kamera halten? Ja, halt mal in die Kamera. So, mal gucken hier, ob man das fokussiert ist. Sonst halt du das doch mal in deine Kamera. Das ist meine Kamera, genau. So geht's. Das Weihnachtsalbum Winter in der Stadt. So sieht's aus. Und ich habe hier mal die Bilder der
mit Interpreten. So habt ihr sie auf eurer Internetseite gehabt. Ich würde die mal durchklicken. Darf ich das mal machen? Ja, gerne. Ja, kann man. Ihr könnt ja mal kurz sagen, wer das alles ist. Ach, die habe ich schon mal gesehen. Gut, Anna, das bist du. Dann haben wir... Das ist der Falco Peach. Das ist mein Lieblingsduettpartner. Okay. Der ist jetzt eigentlich rein beruflich kein Singer-Songwriter, hat aber eine sehr, sehr schöne Stimme und spielt auch Klavier, ne? Spielt Klavier, genau. Und textet sehr gut, er ist eher Philosoph. Genau, der Song, den du vorhin angespielt hast, ist quasi ein Duett von Anna und Falco. Der erste Song? Du ins neue Jahr. Genau. Im Intro, okay. Genau, da hat er den Rhodes gespielt und gesungen, ne? Genau. Ja. Das war super schön. Genau. Cool, okay, dann gucken wir mal weiter. Ist auch dieses Jahr wieder mit dabei. Okay? Ja. Ja, das, genau, deswegen ist er, taucht er genau, hier in meiner Bildergalerie mit auf. Dann haben wir den hier. Wer ist das? Friedemann. Friedemann. Friedemann Spindler von Alice Roger. Alles klar. Der Frontmann. Ja, ein guter Freund von uns mittlerweile. Wir haben uns über diverse Ecken kennengelernt. Also ich war mit ihm gemeinsam in einem Songcamp mal gewesen. Mhm. Und ja, das hat sich so ergeben. Friedemann ist ein Arbeitstier, kann man sagen. Also wenn man ihm eine Aufgabe gibt, wie zum Beispiel schreib einen Song oder schreib zwei Songs in drei Stunden, das macht er dir. Das sprudelt nur so. Ja, also das ist wirklich... Musikalisch oder jetzt auch textlich? Beides. Ach so, beides. Ja. Meistens, also er schüttelt viel aus dem Ärmel, da hat sich aber auch vorher was reingetan. Immer. Er bringt meistens irgendwas mit und dann blüht er auf und macht was draus, genau. Er war mit Rani in der Session. Genau. Der auch hier mit dabei ist. Der auch mit dabei ist, genau. Sehen wir dann gleich noch. Ich klicke mal weiter hier. Wen haben wir noch? Das ist der Herr B. Herr B. Genau. Der hat ein Instrumental beigesteuert zur letzten Jahr auf Winterlichter. Genau, der singt normalerweise aber auch, aber bei uns hat er so, muss ja auch mal dieses Thema reinfühlen, ne? Weihnachten. Und für ihn war es, meinte so, ja, er hat am Klavier das gespielt und meinte, kein Gesang nötig, die Stimmung passt so. Cool. So, dann guck mal, wen haben wir noch hier? Janko. Der Janko, das ist ein befreundeter Schlagzeuger, der hat beim letzten Album mitgetrommelt, beim diesjährigen nicht und der ist in Stuttgart. Liebe Grüße nach Stuttgart. Ja, hast du Grüße. Vielleicht kommen wir, siehst du, im Süden haben wir noch niemanden gehabt heute, der zugeguckt hat oder ich habe es nicht mitbekommen. So, übrigens kommen gerade keine Kommentare, entweder schreibt keiner oder Facebook pennt doch wieder, wir werden es sehen. Okay. Also, ich klicke mal weiter, wen haben wir noch? Ach, das ist der Ludwig. Das ist der Ludwig. Das ist Ludwig, irgendwo hatte ich, ursprünglich ja nicht Martins Bommel auf dem Bild drauf, sondern die vom Ludwig. Ja. Aber dann hat sich rausgestellt, die Besetzung heute ist anders. Aber eigentlich, um das nochmal zu betonen, habt ihr zwei also angefangen, wir haben zusammen angefangen, dieses Projekt zu machen. Und dann kam der Martin und dann kam der ganze andere Haufen. Genau, genau. Und ohne Ludwig hätte es wirklich auch nicht diese Qualität. Ja. Also das Design zum Beispiel von diesem Album hat Ludwig gemacht. Mhm. Und siehst du, dann habe ich ja ein veraltetes Design quasi. Das macht aber nichts, es sieht ja hübsch aus. Wir haben es ja auch teilweise auf der Webseite nochmal recycelt, weil es einfach schön ist und weil es sich anbietet. Und er ist ja wirklich auch ein Multitalent, also er hat quasi, er hat die Aufnahme gemacht, er hat das Design gemacht, er dreht die Musikvideos, also das ist wirklich... Ja. Das ist die Neustadt hier, oder? Das ist... Genau, das ist von die Luisenstraße hoch fotografiert. Mensch, krass, also richtiges Multitalent der Ludwig. Ja. Schön, also mit dem müssen wir vielleicht auch nochmal reden. Oder ich weiß gar nicht, Studio Loot gibt es bestimmt eine Internetseite, nehme ich mal. Ja, auf jeden Fall. StudioLoot.de. Ich habe nämlich noch gar nicht reingeguckt, da gibt es bestimmt auch eine Referenzen oder sowas, dass man mal sehen kann, was er so, was er außerhalb des Weihnachtsalbums noch produziert hat. Unbedingt. Okay, wollen wir noch zu Studio Loot oder Ludwig was sagen jetzt oder wollen wir es dann machen? Oder gibt's was, wollt ihr noch was loswerden dazu? Video, sonst Audio. Wir kommen sicherlich nochmal auf ihn zu sprechen. Also, gucken wir mal, wer erstmal noch mit dabei ist, dass wir ein bisschen im Konzept bleiben hier. Ach, das den kenne ich auch. Das ist Martin Seidel. Martin Seidel, Folge 14. Nicht das gleiche Hemd an, das ist ein anderes heute. Punkte. Das sind Punkte da. Genau, sind Kragen, Punkte hier sind Streifen. Das sind Streifen. Genau, das habe ich dir hier weggeschnitten. Also die Seiten habe ich dir weggeschnitten auf dem Intro-Bild, das ich gemacht habe. Können wir uns nochmal angucken hier, warte. So sah es aus. Ah. Da, hier, das hast du da, es fehlt das. Ja, deine ärmellos sozusagen. Ärmellos, genau. Schulterlos. Ein schwebender Kopf. So, Martin Seidel. Folge 14 vom Weißker Livestream, wer sich es nochmal angucken möchte, da war er per Skype zugeschaltet, da war das hier noch nicht so viel mit Platz. Aber ich finde es schöner, dass wir zusammensitzen können, das macht mehr Spaß. Da ist er, Rani. Genau.
Könntest du dem auch noch was sagen? Jetzt haben wir ja eigentlich zu jedem was. Rani war mit Friedemann. Ja. Genau. Bei uns, also die kamen gemeinsam, sie kamen quasi direkt nach dem Gig ins Studio nachts, um dann sich kurz hinzulegen, am nächsten Tag eine gemeinsame Session zu machen, einen Song zu fabrizieren und tatsächlich mit Text, Melodie alles fertig zu machen. Es war tatsächlich so, es klingt gelogen, es ist nicht gelogen. Ich habe Zeugen, sie kamen ins Studio, haben sich sofort ein Klavier gekrallt und dann war auch gleich die Melodie da. Die Klavierhook war da. Nächsten Tag wurde der Text dazu gemacht und abends haben wir es aufgenommen und zack, war die Nummer fertig. Nummer geworden. Ein sehr schöner Song geworden heißt Wenn das Eis schmilzt. Ja. Okay. Die Nummer 8, genau. Rani und Friedemann. Wir können dann nochmal reinhören. Ich habe so ein bisschen Angst, dass das dann wieder sich doppelt, aber wir probieren das dann gleich mal etwas weiter hinten. Es kommen doch noch Kommentare, sehe ich gerade. Und zum einen fragt, also der Michel hat geschrieben, dass wir sind noch da und gucken ganz brav zu. Das ist sehr gut, Michel. Vorbildlich. Mach das bitte weiter so. Teile den Stream, wenn du es noch nicht getan hast. An alle anderen geht das Gleiche raus. Und die Christine fragt, ob die Enna Berufsmusikerin ist. Bist du Berufsmusikerin, Enna? Jein. Also, wie man so schön sagt, ich habe auch noch einen Brotjob. Einen Brotjob, genau. Okay. Schön. Darf ich fragen, was das ist oder wollen wir das weglassen? Oder in welche Branche das geht? Wir lassen es weg. Ja. Wir lassen es weg, okay. Das ist geheim. Ist auch zu kompliziert. Oh, herrje. Okay, das sagst du mir dann mal, wenn die Kamera aus ist. Ins Ohr. Okay, schön. Haben wir noch, wir müssen mal gucken, was es hier noch gibt. Ich bin aber selbstständig, das kann ich so viel verraten. Genau. Okay. Das gibt mir zumindest die Freiheit, die Musik zu machen. Das ist sehr wichtig, wenn man sich, oder es ist sehr von Vorteil, wenn man sich nicht mit einem Arbeitgeber abstimmen muss. Genau. Wenn es denn geht. Gut, gucken wir mal weiter. Dann haben wir, wer ist Sabine. Das denn? Achso, Sabi O. Genau. Die ist zum ersten Mal dabei. Du am besten was dazu, weil ihr habt die quasi ins Spiel gebracht. Wir haben sie, genau, die Sabi O, die haben wir kennengelernt bei einem gemeinsamen Videodreh, also der Studio Ludwig Schmutzler hat ein Video für sie gedreht und die hat eine engelsgleiche Stimme, ein Vibrato direkt von den Engeln. Ach, hattest du mir das geschickt? Kann sein, dass ich das mal geschickt habe. Okay. Genau, und danach haben wir sie quasi direkt gefragt, ob sie Lust hätte, was beizusteuern. Mhm. Und die hat, das geht zum Beispiel auch, Lieder kann man ja auch, wenn einem selber kein Text einfällt, oder wir haben sie auch relativ spontan gefragt, hat sie sich ein Gedicht von Theodor Fontane genommen und hat das vertont. Genau. Okay. Ja. Alles still. Alles still. Das jetzt hier auf dem Album drauf. Das auch auf dem Album drauf. Titel 11. Übrigens, weil wir gerade dabei sind, also wenn wir schon die ganze Zeit über das Album reden, kaufen kann man es ja auch. Was kostet es? 10 Euro. 10 Euro kostet, wo kriegt man es her? Außer jetzt, dass ich es jetzt hier... Am besten bei uns auf der Seite. Genau, auf unserer Website im Online-Shop. Ah, okay. Cool. Ja. Und, oder dann ab 1. Dezember auch in der Dresdner Neustadt oder bei allen Konzerten. Bei den Konzerten. Da kommen wir dann gleich nochmal drauf. Gucken wir nochmal ganz kurz, ob wir jetzt hier noch Künstler vergessen haben. Wer kommt noch? Genau, mit Sabi O müssen wir noch antragen. Das Video, was ihr gemacht habt mit Studio Lud, ist ja nominiert für den Deutschen Rock- und Pop-Preis. Oh ja. Ach, dann weiß ich es. Das habe ich gesehen. Das hab, ja. Genau. Ah, genau. Okay. Der findet nächste Woche, glaube ich. Diese Woche. Da ist die Auslosung, genau, und die Gala ist dann an dem Tag, wo unser Wohnzimmerkonzert ist. Ach, okay. Okay, also ich werde mal ich will mal jetzt nicht so viel nebenher machen, aber ich werde dann mal am Ende von dem Stream die Videos zusammensuchen, die Links, oder vielleicht ist einer von euch dabei, der gerade nebenher Lust hat, das zu machen, Ludwig oder so, oder keine Ahnung, wer auch immer, der mal vielleicht wirklich du hast ja das Video mitproduziert, wenn du den Link parat hast, stell den doch mal in den Chat rein, ansonsten mache ich es dann ganz am Ende oder einer von uns. Das ist, finde ich, eine ganz coole Sache für die Leute, dass wir mal sehen, was machen die Leute jetzt außerhalb dieses Weihnachtsalbums noch so, was kann man da so hören. Ist ja immer schön. Also ich finde es gut, so inspiriert zu werden. Und das sind ja alles quasi, nicht alles lokale Künstler, aber ja doch auch. Ne? Apropos Deutscher Rock- und Poppreis, der Schrauben-Yeti ist auch nominiert. Ah, okay. Schrauben-Yeti und Couscous haben gewonnen letztes Jahr. Ne? Das habe ich gelesen, Genau. Ja, genau. Schrauben-Yeti ist der nächste Herr auf dem Bild, den man hier sieht, mit Bart. Das Tier am Klavier, genau. Ist ein Singer-Songwriter, spielt Klavier, singt deutsche Texte. Ja. Und ja, ist auch ein Freund von uns geworden. Der hat auch schon beim letzten Album ein Lied beigesteuert und den konnten wir dieses Jahr wieder gewinnen. Da ist aber
quasi erstmal mit leeren Taschen zu uns gekommen und hat gesagt, hey, genau, bei euch ist es aber schön, vielleicht kriege ich einfach sowas hin. Und ich sag mal, war eine Stunde da und dann hat er gefragt, ob wir vielleicht was zusammen machen wollen. Und genau, und da haben wir dann an dem Tag einen Song zusammengeschrieben und auch aufgenommen. Und der ist dann, ja, auf der Platte gelandet. Genau, ihr habt zusammengearbeitet, ne? Also du und der Yeti. Der übrigens auch Martin heißt wie ich. Grüße nach Leipzig. Ah, das habe ich gar nicht gewusst. Okay. Genau. Und man muss dazu sagen, Schrauben-Yeti hat seinen Geburtstag bei uns im Studio verbracht. Ach, ja, krass. Es war alles viel, für die Kunst. Viel irgendwie in den Zeitraum und er hat dann gesagt, ach komm, ist doch auch schön. Und ja, es war dann, letzten Endes war es ein besonderer Geburtstag. Ja, war sehr, für uns hat alle sehr viel Spaß gemacht. Danke fürs Bier. Übrigens, wir können dann wirklich gleich mal in irgendeinen Song reinhören. Ich glaube nämlich, das läuft anders als mit dem Video hier, ist mir gerade eingefallen. Aber wir gucken es hier noch durch. Das ist die Stina Marie. Stina Marie. Die ist auch seit dem letzten Album dabei. Letztes Jahr hatten wir noch die Ausnahme, dass man auch Englisch schreiben kann. Ja. Sie kann aber beides. Mhm. Und dieses Jahr hat sie im deutschen Titel beigesteuert. Und dieses Jahr, falls wir das noch nicht erwähnt haben, sind tatsächlich auch wirklich alle Texte deutsch. Ja, ja, genau. Weil, also zumindest war es die Prämisse, dass wir es generationsübergreifend einfach halten. Ja, ich finde es gut. Ja. Genau. Schön. Okay. Gibt es noch mehr zu ihr zu sagen? Wo singt sie sonst? Sie ist Solokünstlerin mit Band, je nach Auftrittmöglichkeit und ist, glaube ich, auch gerade auf Tour. Ja, also, da kann man auf die Seite gucken. Okay. Wir werden mal gucken, dass wir, vielleicht könnt ihr mir dann helfen nach dem Stream, wenn es vorbei ist, dass wir mal schnell alle Internetseiten reinschießen von den Künstlern. Mhm. Beziehungsweise könnt ihr ja auch auf der Internetseite vom Weihnachtsalbum gucken. Das ist nochmal, wie ist die Internetseite? Weihnachtsalbum.com. Das ist einfach. Wieso sind die Domänen noch frei? Das ist, wir waren nach .de leider nicht. Okay. Aber wir standen auch davor und hatten das in weihnachtliche Gefühle. So gut hat sich das angefühlt, war wie ein Geschenk. Geil. Und unseres. Weihnachtsalbum.com, sehr schön gemachte Seite. Wer hat die gemacht? Auch der Ludwig? Auch der Ludwig gemacht. Das ist ein... Er hat auch meine Seite gemacht und auch deine Seite. Und auch meine Seite gemacht. Ja. Ein Lieber. Ludwig ist quasi der Medienlieferant. Ja. Also wenn eine verrückte Idee hat, einfach anschreiben. Hallo Brigitte, sie wünscht uns einen schönen Abend, den wünschen wir dir auch. Danke, schön, dass du zusiehst. Danke, Grüße. Und wenn mal jemand also eine Internetseite braucht, ein Recording oder ein Musikvideo, eine sinnliche Kopfmassage. Moment. Das mache ich dann. Genau. Ich habe da so ein... Ah, hier, genau, so, das habe ich auch. Ja, habe ich. Sehr, sehr cooles Ding. Das sollte jeder haben. So, guck mal, wen haben wir noch? Susanne Großmann. Ja. Genau. Grüße nach Leipzig, war am Montag bei mir im Songwriters Club in Blue Note. Es war gigantisch. Hm? Und sie hat leider dieses Jahr keine Zeit gehabt, einen Song beizusteuern. Nimmt selber gerade Video auf und Album. Genau, macht selber gerade eine Produktion. Achso, sie ist also auf der Internetseite, weil sie letztes Jahr mitgemacht hat. Genau. Also, okay. Genau. Und zu ihr haben wir auch ein sehr, sehr schönes Musikvideo damals zu dem Song gedreht. Ich sehe schon, also wir werden euch dann am Ende dieses Streams hier so viele Links reinballern. Zum Nachklicken. Dass, da habt ihr gut zu tun. Und ihr guckt das bitte auch erst nach dem Stream an und nicht jetzt schon. So, was haben wir noch? Sind wir schon durch? Wir müssten bald Achso, die haben wir noch. Genau, Tell Me More ist quasi mehr oder weniger zufällig reingekommen. Oder was heißt zufällig? Die Geigerin von Tell Me More, die Claudi, hat bei mir auf der Platte Geige gespielt. Auf meinem Album. Ja. Bei einem Song. Und wir kennen uns ganz gut und sie hat quasi diese Band und die waren halt auch begeistert von der Idee Weihnachtsalbum und haben einen Song extra gezielt dafür geschrieben, also im Vorfeld und sind dann einen Nachmittag ins Studio gekommen, um den zu produzieren und aufzunehmen. Genau, also der Neuzugang. Das ganze Ding finanziert sich jetzt quasi auch durch die Verkäufe wieder oder beziehungsweise durch Spenden, die im Vorfeld... Spenden waren anders. Das kommen wir auch noch drauf. Spenden kommen wir auch noch dazu. Kommen wir auch noch drauf. Also okay. Gut, das ist mal die Verkaufsgeschichte. Lassen wir noch ganz kurz hinten dran. Wir haben noch zwei Künstler, die wir noch nicht benannt haben, habe ich gerade gesehen. Anne Findeisen ist eine Freundin von mir und sie hat Germanistik studiert und schreibt selbst Lyrik, also Gedichte. Mhm. Hat auch in Eigenregie einen kleinen Gedichtband veröffentlicht vor ein paar Jahren. Und ein Gedicht daraus liest sie auf Winterlichter, auf der Platte vom letzten Jahr. Genau, das kleine Flöckchen. Ja,
Sehr schön. Okay, cool. Und dann haben wir noch zu guter Letzt hier in der Bildreihenfolge Annemarie Reines. Auch ganz neu, also beim jetzigen Album dazugekommen. Mit der hat Ludwig gerade ein Album produziert, das wird demnächst auch auf den Markt kommen. Und sie hat uns quasi bei den, oder mich zumindest bei den Aufnahmen auch verzaubert. Ich kann ja dann immer ein bisschen zu Hause mithören, was so reinkommt. Okay. Und da haben wir sie natürlich direkt auch angesprochen, ob sie mitmacht. Also Ludwig, wenn ich mein Weißgar-Album aufnehme, was ich mir für nächstes Jahr vorgenommen habe, da müssen wir nochmal miteinander reden. Jetzt bist du hier so in den höchsten Tönen gelobt worden. Müssen wir mal gucken, ob wir da zusammenkommen. Cool. Also, Künstler haben wir erstmal alle durchsortiert sozusagen. Und dann habe ich das habe ich sogar in der Ankündigung dieser Sendung geschrieben, ihr unterstützt mit dem Album den Teddybär Wünsche e.V. Teddywünsche e.V., Teddywünsche genau. Teddywünsche e.V. Genau. Seit dem letzten Album, das war so, das hat Ludwig mit ins Rennen gebracht, er meinte, hier, Weihnachten ist auch Thema Nächstenliebe natürlich da. Wir produzieren dieses Album, weil wir die Weihnachtszeit lieben und es ist leichtes als Musiker, wenn man gerne Musik weiter verschenken, aber eben auch Liebe oder eben irgendwie was Gutes tun. Und er meinte, hey, lass uns doch einen Teil des Erlöses spenden. Und da haben wir letztes Jahr damit angefangen, dass 2 Euro an eine gemeinnützige Organisation gespendet werden. Cool. Und dieses Jahr haben wir uns den Teddywünsche auf Empfehlung haben wir halt gesucht und haben uns das angeschaut und waren sofort begeistert, weil der Teddywünsche e.V. Macht Wünsche von schwerkranken Kindern wahr. Also die sammeln Spenden, um dann, was weiß ich, in der Familie mal eine Auszeit zu gönnen, indem die auf dem Ausflug oder auf dem Konzert oder einfach was kaufen, was so nicht möglich war, einfach aufgrund der Erkrankungen. Hattet ihr jetzt schon gesagt, was es für eine Auflage gab von der CD? Vom letzten waren es, glaube ich, 400. Mhm. Da hatten wir wirklich keine mehr. Die haben wir jetzt Die sind alle weg. Da haben wir welche nachgemacht, also eine geringe, knappe Auflage. Und von diesjährigen Album, also von Winter in der Stadt, gibt es 1000 Stück. Mhm. Mein lieber Mann, okay, also da würde dann auch gut was rumkommen für die Teddy-Organisation. Genau, das wäre auf jeden Fall sehr schön. Und der Idee war natürlich auch, dass wir vielleicht nächstes Jahr auch noch... Und wenn wir jetzt innerhalb dieses Livestreams also quasi 1000 CDs verkaufen, könnte es also passieren, ihr müsstet nochmal 1000 nachdrucken. Nee, im Ernst jetzt, also wenn das jetzt, jetzt weg wären, also relativ schnell. Wenn es alle ist, ist es alle und wenn es vor dem dritten Advent alle ist, dann müssen wir halt nochmal nachmachen. Jetzt alles nicht per Express. Das würden wir uns aber antun. Das würden wir natürlich sehr gerne. Kann man das trotz allem auch digital kaufen oder ist das dann wirklich nur als... Man kann es auch digital kaufen. Ja. Achso, und dann funktioniert das mit den Spenden aber ähnlich oder wie läuft das dann? Ja, genauso. Wo kauft man das denn digital? Genau so. Bei Bandcamp. Ja. Beziehungsweise haben wir Download-Codes, die wir zur Verfügung stellen können, die man bei Bandcamp einlösen kann. Ja. Das ist quasi der clevere beziehungsweise auch der einfachere Weg, an das Album zu kommen. Und für uns auch die Spende halt. Genau, so kriegen wir halt die Spende direkt, sonst zweigt Bandcamp halt nochmal eine Provision mit ab. Also ist es eigentlich schlauer, sich den Download-Code bei uns direkt zu bestellen. Wobei ich ich will es mir gar nicht runterladen. Also ich mag das als CD wirklich immer noch lieber. Hm? Ich habe das gern da. Es ist auch leichter, unter einen Tannenbaum zu legen. Ja. Einfacher. Also ich höre es mir tatsächlich nie von CD an. Also ich würde es mir dann digital machen, aber ich habe es gern da. Hm. Ja. Also ich, weißt du, also digital machen brauchst du gar nicht, weil das ist dann geht dann auch bei Amazon, iTunes, Spotify, Deezer, Empire überall mit rein. Achso, klar. Ja. Nee, aber egal wie, also selbst wenn man es jetzt über YouTube kostenlos hören könnte oder sowas, ich würde es mir trotzdem kaufen, weil ist einfach schön. Also Und man hat was zum Verschenken. Genau. Zum Verschenken für Weihnachten. Wer noch nichts hat oder selbst auch auf den letzten Drücker noch gern was kaufen möchte, wie das mir vielleicht so gehen wird, der kann dann ganz schnell zu Martin Seidel fahren oder zur Anna oder die Seite besuchen. Genau. Wir verschicken auch Päckchen. Cool. Ja. Verpackt ihr das auch? Wir können ja so eine Folie drum machen als Schutz. Und was wir dazu noch sagen können, auch wer bei uns mal im Shop vorbeiguckt, man kann
wenn man jetzt vielleicht kein Geschenkpapier drum wickeln will, kann man sich auch einen Beutel dazu bestellen und es reinstecken. Genau, Beutel gibt es dazu. Und es wird, die ist momentan noch in Produktion, es wird eine Special Edition geben. Da gibt es quasi um diese CD noch eine handgefertigte Pappschachtel. Stimmt, darum, da haben wir die Verpackung. Mit Magnetverschluss und Kartoffeldruck in Gold. Mein lieber Schwan. Also da hätten wir jetzt doch die Verpackung. Übrigens ist mir noch eine Künstlerin eingefallen, die ich vielleicht noch mit erwähnen darf. Da ich es gesehen habe, ihr hattet irgendwo einen Aufruf gemacht, wegen einer Geige nochmal irgendwie, die gebraucht wurde. Und das ist nämlich, und jetzt schließt sich der Kreis, die Geigerin von Soul Mama, also unter anderem Soul Mama, die dann zu euch kam, die Maike, und bei euch auch noch was aufgenommen hat. Genau. Wollte ich unbedingt mit reinbringen, erstens, damit sie auch noch Erwähnung findet und zweitens, weil wir ja miteinander, also weil ich mit Soul Mama schon mehrfach aufgetreten bin oder irgendwie auch mit denen zu tun hatte, auch mit der Corinna von Soul Mama eben hier im Livestream auch schon gesprochen habe und weil das irgendwie ganz witzig ist, dass sich der Kreis eben so schließt. Cool. Habt ihr jetzt aber auch direkt extra noch Spenden gesammelt irgendwie? Habe ich das richtig? Oder was ist das für eine Sache da auf eurer Seite? Nee, das ist quasi, es wurden schon Sachen vorbestellt. Und ach, das ist dann das A. Genau, wird direkt eingepflegt. Es gab schon Vorbestellungen und das Spendenbarometer auf der Seite aktualisiert quasi selbsttätig. Genau. Ach, das ist ja cool. Okay. Und um das genau zu sagen, die Beutel, die wir vorhin gesagt haben, die gibt es mit zwei lustigen Sprüchen. Einmal... Genau. Ach, haben wir die Karten mit? Nee, Karten haben wir nicht. Ach, ah, Mist. Mensch. Karten haben lustige wir natürlich Postkarten vergessen. Karten haben wir gemacht mit zwei lustigen Sprüchen. Ein Glühwein, zwei Glühwein, drei. So. Also einen lustigen Glühweinspruch und einmal dieses Jahr schenken wir uns nicht. Ich habe es gesehen, ja. Genau. Und diese Beutel sind tatsächlich fast ausverkauft. Also da haben wir uns nicht so weit rausgelehnt und jeweils 50 Stück gemacht und die sind fast alle weg. Ja. Also wer da noch Interesse hat, sollte schnell zugreifen. Übrigens, das ist jetzt mal Eigenwerbung für mich. Am 13.12. mache ich eine musikalische Lesung und also lese Weihnachtsgeschichten vor in Freital. Und da lese ich unter anderem eine Geschichte, die heißt, dieses Jahr schenken wir uns nichts. Also deswegen, auch da schließt sich ein Kreis. Schön. Gut. Das finde ich aber cool, dass ihr quasi ein Spendenbarometer auf der Seite habt, das anzeigt, wie viel Geld dann da und wie. Und dann geht ihr da gesammelt hin oder wird das überwiesen? Das wird dann sicherlich auch noch, wir wissen es noch nicht genau, aber es wollte jemand herkommen vom Verein und so quasi... So ein offizielles Bild, wie man es aus der Politik kennt, wo man sich die Hände schüttelt und so ein Riesencheck. Gucken, ob wir das hinbekommen. Das ist ja auch organisatorisch nicht so leicht. Nee, aber wir spielen demnächst bei deren Weihnachtsfeier und da ist aber ja quasi noch nicht ganz angefangen. Da können wir leider noch, da könnten wir höchstens einen leeren Scheck mit einer... Rundsumme vielleicht angeben. Ja. Und hattest du mir, Martin, erzählt, dass das eigentlich auch gar nicht so einfach ist, Spenden sozusagen loszuwerden? Hatten wir darüber gesprochen? Ja, manche wollen es nicht haben, beziehungsweise dürfen es nicht annehmen, aufgrund ihrer Geschäftsform oder also es war jetzt nicht schwer, sich für jemanden zu entscheiden. Nur ist es halt manchmal nicht ganz so leicht, die Spenden halt loszuwerden. Also man sollte vorher wissen, für wen man spendet, damit man es gezielt auch kommunizieren kann. Ansonsten, wenn man halt einfach jetzt losgeht und sammelt, kann es am Ende passieren, dass einem das niemand abnimmt. Weil es dann wahrscheinlich die Jahresabschlüsse schon geschehen sind und dann einfach nicht wissen, wie sie es verbuchen sollen. Ich glaube, das ist aber was, also dass daran ja auch nochmal Arbeit und Zeit hängt, sowas dann auch noch mit zu organisieren, das sieht man dann gar nicht. Ne? Man denkt, das läuft so ganz auch nur hier, komm. Geht mal schnell. Ja. Okay. Der Wibusch guckt auch zu, der kommt auch aus Norwegen. Und hier schreibt noch jemand, Martin, starke Sache, schreibt der Klaumünzner Robert. Martin, starke Sache, wünsche euch viel Erfolg, liebe Grüße aus Lauf. Ja, wo ist Lauf? Bei Nürnberg. Achso, vielleicht sieht man sich mal wieder. Ja, auf jeden Fall. In der Schorl? In der Schorl. Der Hamm. Sozusagen. Ach so, das ist das Heimatdorf Tschorlau. Ah, alles klar. Von daher... Das ist das, okay. Kennen wir uns. Mensch, Rob, geil, danke. So, wer hier alles zuguckt, coole Sache. Dann kommen wir mal dazu. Ihr spielt also die Titel, die hier drauf sind, wahrscheinlich dann auch live.
Sind es die Titel, die ihr spielt? Oder, also ihr spielt, also die Künstler vom Weihnachtsalbum spielen, also auch live. Ja. Und ja. dann vorzugsweise die Titel, die auf der CD sind oder genau. auch anderes. Genau, es ist eine Mischung. Also ja. wir, also im Rahmen von Weihnachtsfeiern oder Weihnachtskonzerten spielen wir natürlich Lieder, die Leute auch kennen und wenn sie Lust haben, auch mitsingen können. Ja, unbedingt. Und mischen das dann halt mit den neuen Liedern. Ach so. Und je nachdem, welche Künstler da sind, können wir natürlich die Lieder umsetzen. Aber ein paar Lieder, zum Beispiel der Song von der Susanne Großmann, Die leise Stadt, die hat sich Ludwig drauf geschafft. Ah, okay. Und die, das singe ich dann. Genau. Ach, cool. Also da, damit man eben auch, ja, möglichst viele Songs. Genau, also es ist jetzt nicht so, dass dann immer alle Künstler, die dran beteiligt waren, da sind. Das ist leider logistisch nicht möglich. Das wäre ein Mammutprojekt, ja. Das ist schon klar. Okay, aber wer das oder wen das interessiert, weihnachtsalbum.com, mal fast ganz runterscrollen, dann sehen wir einige Termine. Also wir haben hier zum Beispiel, war das schon? Nee, 21.11. ist noch. Ist noch. Nächste Woche Dienstag ist Release. Genau. Theater Wanne. Dann haben wir, achso, das ist dann diese Weihnachtsfeier, was ihr gesagt habt, Teddy genau. Wünsche, auch am 25.11. ist das offiziell oder, also könnte ich da auch hinkommen oder ist das intern? Nee, das müssen wir vielleicht mal noch ergänzen, das ist Aha. ein guter Hinweis. Ja, das ist die interne Weihnachtsfeier ja. des Teddy Wünsche e.V. Dann haben wir Wohnzimmerkonzerte hier, Neustädter Gelichte, Gelichter Weihnachtsmarkt, Kulturbahnhof Radeburg. Genau, Kulturbahnhof Radeburg, das ist eine schöne Sache, denn das wird eine kleine Gala sozusagen. Mhm. Herr B. ist dabei, Annemarie ist dabei, ich natürlich, du auch, und? Ludwig am Klavier. Okay, krass. Vielleicht mit seinem Glitzerjackett, wenn wir Glück haben. Oh, ja. Und ja, es wird, wir spielen quasi in Showcase. Es gibt ein 3-Gänge-Menü. Und am Ende wird noch ein Film gezeigt. Also okay. das wird wirklich eine sehr, sehr schöne Sache. Was kostet, gibt es das Eintritt oder wie ist ja, das? Müsste man, ja, das dadurch, steht, glaube ich, beim Kulturbahnhof Radeburg auf der Webseite, genau, was es kostet. Alles klar. Ja. Beach Club haben wir hier noch in Freiberg. Genau, da komme ich, also da habe ich meine Kindheit verbracht, deswegen da quasi Heimatbezug. Da spielen wir 16 Uhr, das ist, glaube ich, ein Sonntag. Genau. Und ja, quasi Familiennachmittag genau. oder Firmenfeier kann man dort verbringen. Okay. Stollen, Lebkuchen, Schälchen, Häsen und zum Mitsingen. Genau. Ja. Schön, dann kommt noch eine Firmenfeier. Dann habe ich euch auch, das ist übrigens ein Fehler, das müsst ihr unbedingt noch ändern. Das machen wir. Das ist der Freikuhweiker, zu dem ihr spielt. In Freital, dazu gibt es nochmal Informationen, das werde ich dann nochmal streuen, da reden wir auch nochmal drüber. Aber da freue ich mich schon sehr, also da kommt ihr dann nach Freital. Dann haben wir den Schwarzen Salon in Dresden. In Dresden, genau. Wo ist der? Willst das ist in, im Kino in der Fabrik. Ach so. Auf der Tharender Straße. Ja, ja, ja. Genau, stimmt. Genau, Cool. Und Finale. Das Blue Note natürlich, klar. Blue Note, Finale. Genau. 22.12. Und dann ist ja auch Schluss. 12. Dann ist Schluss. Danach fahre ich in die Heimat und schalte alle Geräte aus. Nee, die funktionieren da gar nicht mehr, ja, oder? Doch schon. Also WLAN haben wir natürlich schon. Muss ja. WLAN gibt es im Erzgebirg mittlerweile. Die Gabriele schreibt, tolle, kommt ja wahrscheinlich von euch, schätze ich mal, tolle Sache, wünsche euch viel Erfolg und viel Freude. Danke. Cool, also schön, dass so viele Leute hierher finden, die das schauen. Wenn es euch gefällt, teilt gerne den Stream, dass es noch mehr Leute sehen. Das wäre eine feine Sache. Stiftet die Leute an, das Album zu kaufen. Kauft es euch eben gern, entweder eben über die Mitwirkenden oder eben dann auf der Internetseite, wie schenkt auch immer. Schenkt es euch selber, euren Lieben. Genau, ich denke, das ist eh besser. Kauft einfach jeder zwei Alben, dann habt ihr eins für euch und eins schenkt ihr weiter. Genau. Oder eins fürs Auto, eins für den Garten. Mhm. Eins für die Werkstatt, eins fürs Wohnzimmer, eins für die Oma, eins für zwei brauchst. Also viele auf jeden Fall. Wir sind sieben Alben, davon gehen jeweils 2 Euro an den Teddy Wünsche e.V. Genau. Da hätten wir schon mal 14. Hätte man schon mal 14 Euro gespendet. Da gibt es auch schon einen Teddy dafür. Echt? Da auf gibt's jeden dann, Fall. Ja. Alles klar. Gut. Das war auf jeden Fall wichtig, dass wir das noch mit erwähnen. Oh, guck, schon geteilt, ja. Zack, Daniela, wie immer, super. Ausgezeichnet. Vielen Dank, danke. Daniela.
Was haben wir noch? Pass auf, wir machen jetzt mal Folgendes. Ihr seid gerade viele, die hier sind, deswegen ich würde vorschlagen, wir hören das mal in so einen Song rein. Falls es Ludwig Tondelay gibt oder sowas oder wem auch immer auffällt, dass sich der Ton doppelt, sagt bitte Bescheid. Es sollte nicht passieren, aber falls doch, bitte Bescheid geben, dann lassen wir das. Hab ich eine Idee, Willi? Bitte. Wir haben 10 Zuschauer zurzeit. Wir lassen die Leute entscheiden, wo sie reinhören wollen. Sagt doch uns doch mal bitte eine Zahl zwischen 1 und 13. Der erste Kommentar. Erster Kommentar. Zahl zwischen 1 und 13. Bitte kommentiert mal eine Zahl zwischen 1 und 13 und der erste Kommentar. Diesen Titel spielen wir dann mal an. Und ich sag mal noch nicht. Oh, hier, zack, Daniela, 13. Pass auf, und folgendes, wir machen das jetzt so. Ich kaufe. Hier, Lotte, das war kurz zu spät. Schade eigentlich. Aber die Lotte hat sowieso schon mal was gewonnen. Und zwar, ich kaufe dann jetzt im Anschluss an die Sendung diese CD und schenke die der Daniela, weil sie 13 geschrieben hat. Und Lotte, es tut mir leid, dass du kurz dahinter kamst mit der 7. Und ich hoffe vor allem auch, dass jetzt niemand noch irgendwas geschrieben hat, was nicht durchkam durch Facebook. Das haben wir leider auch schon erlebt. Dann hat die Daniela jetzt eine CD gewonnen. Das finde ich ganz cool. Herzlichen Glückwunsch, Daniela. Dann kriegst du die und ich habe die dann nicht. Sekunden, schreibt die Lotte. Ja. Meine Mutter hat auch geschrieben, 13, schade. Das zählt jetzt aber nicht mehr. So, also jetzt könnt ihr bitte wieder aufhören mit 13 schreiben. Wir hören in den Song mit der Nummer 13 rein, der heißt Wintermond. Sollte es Tonprobleme geben, bitte einfach Bescheid sagen. Dann müssen wir das irgendwie anders lösen. Ach so, ich muss auch wieder laut machen, ja. Achso, wer hat den denn eigentlich geschrieben? Also von wem ist er denn? Du. Ja, schuldig. Also den Text habe ich geschrieben. Es ist aber ein uraltes Lied, also ein Mittelalterstück. Mhm. Das fand ich so schön. Und der Text dazu ist mir tatsächlich eingefallen, als meine Tochter Mittagsschlaf gemacht hat. Ah, okay. Das ist noch nie passiert. Eigentlich liegt man daneben und ist auch nur platt. Mhm. Ja, klar. Das hat einfach funktioniert, kam raus. Wir hören mal rein. Und sagt bitte Bescheid, ob das mit dem Ton hinhaut. Durch die Wipfel, erster Schnee fällt auf das Haar. Wintermond hat längst begonnen. Früher sagt die Sonne gute Nacht. Und wir sitzen nur beieinander, bis der neue Tag erwacht. Okay, ich würde sagen, das reicht als Einblick. Meine Mutter schreibt, schade, aber ich kaufe sie schon wegen der Spende und ich liebe Weihnachten. Geht mir genauso. Ausgezeichnet. Super. Wer kauft noch? Sagt Bescheid. Es wurde zweimal übrigens die 7 auch gewünscht. Darf ich da ganz kurz nochmal rein? Sehr gerne. Ging das jetzt mit dem Ton? Könnt ihr das bitte ganz kurz nochmal schreiben, ob das funktioniert hat? Die 7, das ist das Lied Kleines Licht. Genau, Kleines Licht. Ist bin ich ja schon wieder. Auch der heimliche Hit. Habt ihr euch abgesprochen? Also es hat keiner was gesagt, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, es hat wahrscheinlich geklappt. Wir probieren es einfach. Wenn nicht, sagt Bescheid. Ton klappt, schreibt die Christine, danke. Super. Ton super, schreibt die Daniela. Dankeschön. Na, die Daniela ist jetzt in der Pflicht mitzuarbeiten. Die hat jetzt eine CD gewonnen, die ich bezahle. Wer mehr spenden will, kann es übrigens tun. Also ja. 10 Euro, die 2 Euro gehen auf jeden Fall. Ja. Alles läuft perfekt. Wer es dazu schreibt, kann gerne auch mehr spenden. In karierten Rahmen. Alles schön mit dem Tönen, schreibt die Lotte. Okay. Ach, die Lotte war. Lotte, hattest du die CD von Martin? Ja, nee, stimmt. War das die? Stimmt, ja? Ja, ja. Grüße. Ja, die Lotte hatte nämlich schon mal eine CD gewonnen. Und du hattest, glaube ich, auch noch eine. Hast du nicht auch eine von den feigen Blättern gewonnen? Ich glaube. Okay. Wir lassen das mal als Einblick. Ich habe jetzt hier auch mehrfach dazwischen gequatscht, das tut mir leid. Aber macht ja nichts, es sollte ja nur eine Vorschau sein, quasi angeteasert. Ihr sollt ja das Album nicht hier live hören, sondern kaufen. So sieht's aus. Das hat jetzt hoffentlich wirklich jeder verstanden. Okay, schön. Ja, das auch, genau. Also die Lotte hatte schon 2 Alben gewonnen hier.
Da ist es jetzt auch nicht so schlimm. Die Daniela hat nämlich bisher, glaube ich, nur ein nicht mehr funktionstüchtiges Feuerzeug gewonnen. Oh. Insofern sei dir das Album, das Weihnachtsalbum gegönnt. Das kleine Licht scheint auf jeden Fall. Darf ich das gleich hier behalten? Kannst du gleich hier behalten, natürlich gerne. Würdet ihr noch drauf unterschreiben, ihr zwei? Können wir machen, ja. Machen wir dann, wenn ich einen Stift habe. Ja. Dann ist wenigstens, das ist dann noch cooler. Schön. Also, wir haben in zwei Songs reingehört. 13 an der Zahl gibt es. Wir haben die Künstler vorgestellt. Wir haben gesagt, wann ihr spielt. Wir haben gesagt, weihnachtsalbum.com. Wir werden auf jeden Fall im Anschluss nochmal gucken, dass wir euch ein paar, vielleicht die Links zu den Künstlern, weil wir euch vielleicht nicht nochmal reinstellen. Ihr könnt auf die Seite vom Weihnachtsalbum mal schauen. Dort genau, seht ihr ja die Künstler mit, genau, mit entsprechenden Verlinkungen. Sehe ich auch gerade nochmal Facebook, Spotify, wenn es das gibt, und YouTube und so weiter. Also das findet ihr, da müsst ihr, das müssen wir jetzt nicht nochmal alles reinschmeißen. Aber vielleicht die ein, zwei angesprochenen Videos, dass wir die euch nochmal reinstellen hier, dass ihr da nochmal gucken könnt, wenn ihr wollt. Das wäre wahrscheinlich erstmal das Wichtigste so zum Weihnachtsalbum, ja, oder? Da genau. haben wir alles. Wie lange sind wir denn jetzt schon hier am Tun? Wir sind jetzt halb neun. Nee, was ist jetzt? Halb neun? Ja, also. Eine Stunde. Eine Stunde. Jetzt sind wir genau eine Stunde live. Ja. Okay. Was gab es noch was Wichtiges zu sagen? Ich glaube, ich auch von meiner Seite war jetzt diesbezüglich nichts Wichtiges. Gibt es von euch noch was zu erzählen? Es ist eure Sendung, ihr könnt euch austun. Ihr müsst aber nicht erzählen. Eigentlich hast du das sehr gut moderiert. Wir ja. haben wirklich alles, was man sich so wünscht, wir haben alles untergebracht. Die Spendenaktion, unsere Konzerte, das Album, wo es das zu kaufen gibt. Alle Künstler vorgestellt, wirklich alle. Ja. Ja. Uns hast du auch durchleuchtet. Schön. Aber wir können auch gerne nochmal, okay, das wird natürlich jetzt blöd wegen Kind, aber sonst hätte ich gesagt, wir können ja trotz allem nochmal deine Projekte oder auch den Ludwig nochmal vorstellen. Also, vielleicht da können wir nochmal drüber reden. Die Daniela schreibt, und ich bin so stolz auf das Feuerzeug, das ist sehr gut. da war auch eine Unterschrift drauf, die war dann aber sehr verwaschen. Und die Katrin sagt, war kurz Kinder ins Bett bringen. Wie bekomme ich die CD? Katrin, du gehst einfach auf weihnachtsalbum.com und kaufst es dir da. Oder aber, ich glaube, der Martin hat, oder die Anna hatten zwei hier, vielleicht lassen sie mir die auch noch da, dann kaufe ich es und gebe es dir dann irgendwie, wenn wir uns wiedersehen, das geht auch. Oder geht das? Ja, geht das? Wir haben zwei genau mitgebracht. Genau zwei. Ich habe auch noch zwei im Auto. So, also folgendes. Ein Album, das ich kann jetzt leider so, liquid bin ich nicht, dass ich es euch alle schenken kann. Das eine, das geht also an die Daniela mit Unterschrift von Martin und Enna, weil die eben zufällig gerade hier sind. Katrin, wenn du jetzt sagst, ja, geht los, 10 Euro kostet das Ding, dann lassen die beiden mir die CD da, dann lege ich das aus und wenn wir uns wiedersehen, dann übergebe ich dir das gerne. Das würde gehen, da würden Martin und Enna bestimmt auch drauf unterschreiben. Ja. Sehr gern. Und dann hat der Martin gerade gesagt, er hat noch zwei im Auto. Also wer jetzt noch mit Originalunterschrift eine CD bekommen möchte aus meinem Dunstkreis, der mich jetzt demnächst auch sieht, dann sagt Bescheid. Solange bleiben wir jetzt einfach online und gucken ganz starr und ohne Regung in die Kamera oder so. Oder ihr habt noch eine Frage, das natürlich auch sehr gern. Also wenn ihr eine Frage habt zum Martin und seiner Kunst, zur Anna oder zum Weihnachtsalbum allgemein, zu mir, was auch immer, sagt gern Bescheid. Dann noch sind wir da, dann geht's, ja. Und wenn ihr die Wiederholung schaut, sei es auf Facebook oder auf YouTube, sagt auch Bescheid. Wir würden dann entsprechend nachträglich kommentieren. Klar. Eine Sache müssen wir noch erwähnen, Willi. Nämlich, du bist demnächst zu Gast bei mir im Songwriters-Club. Ach, das habe ich vergessen. Stimmt. Ja. Wir hatten in Folge 14 schon mal mit dem Martin zusammen gesprochen über Martin, seine Kunst und sein künstlerisches Wirken. Der Dirk schreibt, da würde ich auch glatt eine nehmen. Dirk bekommst du definitiv und dass wir uns sehen, steht außer Frage. Der Dirk ist öfter bei meinen Konzerten mit dabei als mein Gitarrenhocker. Also der ist bei jeder Veranstaltung da. Und meine Mutter so zack, alle vier weg. Das war's. Hättet ihr mal mehr mitgebracht? Hätten wir. Ich hab dir gesagt, bring einen ganz großen Karton mit. So. Aber alle anderen, die jetzt noch möchten, ich muss mir das jetzt aufschreiben. Also die Daniela bekommt eins. Die Katrin hat noch nicht sich abschließend gemeldet, aber ich würde mal sagen, ja. Dann haben wir den Dirk und dankenswerterweise meine Mutter. So, aber jetzt kommen wir nochmal ganz schnell zum Martin. Also, wir haben erzählt, also wir haben in Folge 14 sehr ausführlich über Martin und seine Projekte gesprochen. Und da war auch Thema der Songwriters Club. Genau. Vielleicht können wir trotz allem jetzt nochmal ganz kurz erzählen, was das ist und Bezug nehmen darauf, dass ich ja auch demnächst da sein werde. Genau. Also, Songwriters Club geht so, es ist quasi ein Konzertabend
von mir gestaltet, beziehungsweise von mir organisiert, wo ich mir Freunde und Bekannte einlade, mit mir gemeinsam einen musikalischen Abend zu gestalten. Der Fokus liegt immer auf dem musikalischen Gast. Also im Grunde genommen veranstalte ich ein Konzert von Willi und bringe mich da ein bisschen musikalisch mit ein. Ich spiele einen Eröffnungssong. Wahrscheinlich werden wir auch was gemeinsam machen, nehme ich mal an. Gerne, sicherlich. Klar. Und ja, das ist quasi meine Konzertreihe, wo ich quasi machen kann, was ich will und einladen kann, wen ich will. Und ja, am 11.12., Montag ist es, spielen wir gemeinsam im Blue Note. Voll geil. Ich werde es demnächst nochmal posten oder ja. Jetzt sehr zeitnah, ist ja nicht mehr so lange hin. Genau. Nicht mal mehr einen Monat. Und wer Lust hat, also Dirk, kannst du mal gucken, ob du Zeit hast. Sehen wir uns da, wäre eine feine Sache. Genau, Eintritt ist frei. Um Spenden wird gebeten. Es kommt alles der Kunst zugute und sichert den Fortbestand der Veranstaltungsreihe. Ja. Schön. Katrin, was ist denn du? Bist du nochmal ans Bett gelaufen? Dann, ich würde jetzt trotzdem mal davon ausgehen, selbst wenn nicht, ich kaufe die CD jetzt einfach und Katrin, wenn du so haben willst, sag mir Bescheid. Wenn nicht, kriege ich die schon irgendwie anderweitig los. Oder, achso, ich brauche eigentlich auch selber eine. So, also, dann ich schaffen wir das schon. Achso, was haben wir noch? Anders, genau. Da haben wir es mitgebracht. Und zwar, ja, das ist unser Tourplakat. Ich hätte das digital hier einblenden. Ja, das sieht wahrscheinlich besser aus. Ne? Hätte besser ausgesehen. Hätte, ja, und wir haben auch lustige Sticker. Also wer... Oh. Stück rüber, da ist die Kamera, guck mal. Ach, wer uns quasi verbreiten möchte, oh Gott. Ich würde euch das gerne auf meinen Gitarrenkoffer kleben. Genau. Ja. Ich übrigens Grüße an Marcel nochmal, das habe ich jetzt ganz vergessen. Schön, dass du auch da bist, lange nicht von dir gehört. Ja, Sticker, wie kommt man daran? Wenn du eine CD bestellst, kriegst du automatisch einen dazu und kannst den dann gerne auch einfach an die nächste Wand kleben. Dann habt ihr jetzt aber wahrscheinlich nicht genug Sticker mit für die vier CDs, die wir jetzt... Doch, ich habe noch welche in meiner Jackentasche. Hast du noch welche in der Jacke? Ich habe eine bei meinem Kindergarten. Weil du an jeden Laternenpfahl in der Neustadt in den Rand klebst. Ja, genau. Also das ist, naja... Also wir brauchen jetzt mindestens fünf, weil vier CDs, eins für meinen Gitarrenkoffer. Und ich habe eigentlich auch noch zwei Kabelkoffer und einen Mischpultkoffer. Also ich habe in meiner Jackentasche welche dabei. Wir gucken dann mal. Nee, alles gut. Aber Gitarrenkoffer finde ich schön. Ja. Da sind schon so viele andere drauf. Liebe Leute, wir kommen, glaube ich, so langsam zum Ende des Streams. Ich würde sagen, ihr habt jetzt die Gelegenheit, zum einen nochmal eine Zahl zu schreiben, dass wir ganz kurz zum Ausklang noch eins dieser Lieder hier mal anteasern. Wir quatschen auch nicht rein. Ich gebe mir größte Mühe, nicht rein zu quatschen, aber innerhalb dieser Zeit, wo das Lied dann noch läuft, hättet ihr dann die Möglichkeit, nochmal eine Frage zu stellen an einen von uns drei. Und ansonsten würden wir dann den Stream beenden und bedanken uns aber an der Stelle schon mal für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr live hierher gefunden habt. Lotte schreibt 3, jetzt, und Daniela auch, direkt, fast wieder zeitgleich, diesmal aber mit der gleichen Zahl. Sehr schön. Habt ihr euch abgesprochen, sag mal? Guckt ihr gemeinsam? Wenn alles schimmert. Wenn alles schimmert. Sehr schön. Ist diesmal nicht von der Inna. Nein. Und der Stina Marie. Stina Marie, produziert von Ludwig Schmutzler, den wir an der Stelle nochmal grüßen. Ja. Und läuft Lotte. Also ihr zwei habt euch ja auch des Öfteren schon hier im Stream getroffen. Schön, dass das verbindet. Streams ist das. Und das nee. So, okay. Kinder zu. Also, wenn alles schimmert, wir hören da rein. Ich versuche jetzt möglichst nicht da reinzureden. Aber es ist für euch die Möglichkeit, jetzt nochmal so eine Minute etwa eine Frage zu stellen, wenn ihr eine habt, noch irgendwas zu schreiben, worauf wir eingehen können, und ansonsten würden wir uns dann von euch verabschieden. Aber erst nochmal reingehört in Wenn alles schimmert. Ach, jetzt. Die Nacht ist still, kalt und klar. Weißt du, dass ich dich suche inmitten dieser Dunkelheit? Sag mir, wo du gerade bist und dass es dir gut geht, ob du dein Glück gefunden hast. Bist du schon auf dem Weg zurück, vorbei an dem, was uns was wert war, hast du nur einen Blick riskiert. Ich laufe immer noch umher, warte, dass du wieder auftauchst, all
als ob nichts gewesen wäre. Liebe Leute, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wer später dazugekommen ist, ihr könnt dann, wenn der Stream vorbei ist, ein paar Minuten braucht Facebook zum Verarbeiten, nochmal von vorn schauen. Oder die Leute, denen es sehr, sehr gut gefallen hat, können den Stream dann auch nochmal komplett gucken. Danke für eure Kommentare, danke für das Kaufen der CDs. Katrin hat gerade nochmal geschrieben, CD nehme ich. Wie gesagt, kriegst du vermutlich morgen schon. Nee, warte mal, was haben wir heute? Freitag, dann Montag. Oder so, also wir finden zueinander. Vielen Dank, liebe Leute, dass ihr also so fleißig mitgemacht habt. Danke auch an alle, die es geteilt haben, die es noch nicht gemacht haben. Wir würden uns freuen, wenn ihr es tut. Je mehr Reichweite, desto größer ist die Chance, dass das Album verkauft wird, desto mehr Unterstützung für den Teddy Wünsche e.V. Genau. Und desto mehr Anerkennung für die Künstler. Auch für den Ludwig nochmal, saugeile Produktion. Ich habe es ja auch gerade erst zum ersten Mal gehört. Super gemacht. Die Links zu den angesprochenen Videos stellen wir euch jetzt noch hier rein. Wenn ihr im Anschluss Fragen habt, fragt uns gern. Ansonsten bedanke ich mich jetzt bei Martin und der Enna. Schön, dass ihr da wart. Danke dir, Willi, dass du uns eingeladen hast. Ja, heute ist Donnerstag. Ach so, dann sehen wir uns morgen. dann ja, ist stimmt. Ja alles stimmt, gut. Es ist ja erst Donnerstag. Heute ist Donnerstag. Ach stimmt, morgen mache ich übrigens Musik. Aber irgendwie so halb öffentlich, glaube ich nur. Ist egal. Schön, Donnerstag. Naja, gut, dann werden wir uns vermutlich morgen sehen. Ja. Schön, gut. Tschüss. War's, oder? Ja. Genau. Vielen Dank nochmal. Macht's gut, liebe Leute. Vielen Dank. Und ja, bis zum nächsten Stream. Einer der nächsten Gäste übrigens, das muss ich ganz bestimmt nochmal sagen, ich habe es nur in dem Weißker Insider-Stream gesagt, einer der nächsten Gäste, der hier sein wird und sich verpflichtet hat, hier vor der Kamera zu sitzen, wird Ernst Dollwetzel sein. Der eine oder andere kennt ihn vielleicht von früher noch aus dem MDR-Fernsehen. Er war dort Moderator, hat auch im Radio moderiert, hat bei GZSZ mitgespielt in den ersten Staffeln oder Folgen oder irgendwie so, das werden wir mal sehen. Wird er uns alles erklären. Also er ist einer der nächsten Gäste und wenn alles klappt, kommt auch Stefan Johansson her, ein wunderbar genialer schwedischer Musiker, der eben jetzt nur noch selten hier in Deutschland ist. Und wenn er dann mal hier ist und vielleicht Zeit hat, dann dafür hier zu sein, hätten wir den auch noch vor der Kamera. Auch für euch gern, wenn ihr noch Musikerkollegen habt, die mal Lust haben, an sowas teilzunehmen, sagt mir Bescheid. Ja. Das sind also so die nächsten Sachen, die so in den Startlöchern stehen. Wann es dann soweit ist, werden wir euch natürlich sagen oder ich euch sagen, posten, wenn ihr Wünsche habt an Gäste, die hier mal noch auftauchen, die irgendwie realisierbar sind, dann versuchen wir das natürlich einzurichten. Ja, vielen Dank nochmal an euch alle. Einen schönen Abend und bis bald. Danke, tschüss. Ciao.